Es gibt Menschen, die tun sich scheinbar super leicht, wenn sie etwas empfangen wollen vom Universum, wenn sie was kreieren und manifestieren wollen. Und dann gibt es aber Menschen, die tun sich super schwer, die erreichen irgendwie gar nichts und alles, was sie angreifen, wird zu nichts. Und ich gehörte vor 6 Jahren noch genauso zu diesen Menschen, die nichts erreicht hatten. Egal, was ich anfassen wollte, das Universum hat komplett gegen mich gearbeitet und heute sieht es völlig anders aus. Und in dieser Folge erfährst du, wie du deine Frequenz, deine Schwingung so veränderst, dass das Universum deine Wünsche wirklich wahrhaftig erfüllt, sodass sie, das ist eigentlich die einzige Schwingung, auf die das Universum wirklich hört, damit es deine Wünsche erfüllt. Kurz nochmal zu meiner eigenen Geschichte. Im Jahr 2016 war ich komplett pleite. Ich hatte keine Ausbildung, keine abgeschlossene, kaum Freunde, von der großen Liebe verlassen, war ein Liebeskummer. Also es war alles auf einmal zusammen und ich war in dieser dunklen Nacht der Seele oder die dunkle Stunde der Seele. Und hatte eigentlich gar keine guten Aussichten, um nach vorne zu gehen. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann man machen? Naja, man kann sein Leben beenden, was jetzt nicht so sinnvoll gewesen wäre. Oder man geht einen völlig anderen Weg. Und ich bin dann eben auch diesen völlig anderen Weg gegangen, damit ich meine Schwingung auf eine ganz andere Ebene hebe, damit ich nach und nach alles transformiert habe und damit das Universum für mich anstatt gegen mich arbeitet. Wenn wir unser Leben in verschiedenen Realitäten betrachten, nehmen wir mal an, du hast jetzt das Thema Finanzen, es gibt verschiedene Realitäten im Plusbereich und im Minusbereich. Also im Plusbereich, wo du in der Fülle bist, wo du materiell alles hast, was du dir wünschst, was du möchtest, und Minus all das, was dein menschliches Ego nicht möchte, Schulden, dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, dass du nicht weißt, was du dir zu essen kaufen sollst und so weiter. Und diese verschiedenen Realitäten, die sind alle eine, ich sag mal, eine Option. Sie bestehen alle als eine Option im Leben. Also es kann theoretisch, rein theoretisch kann alles passieren. Und was Menschen gerade dann machen, wenn sie da in diesen Minusrealitäten sind, was auch ich lange gemacht habe, deshalb, du wirst dir viel Zeit sparen, wenn du diese Fehler vermeidest. Was habe ich gemacht? Ich wollte unbedingt weg davon. Also ich wollte zu sehr davon weg. Das heißt, ich wollte zu stark davon raus. Ich habe Krieg geführt gegen diese Realitäten. Das heißt, aus dem absoluten Mangel heraus wollte ich weg. Und dann wollte ich zu sehr in die Plusrealitäten, also in der Gier. Das heißt, man handelt dann oft aus Mangel und aus Gier. Und in dieser Schwingung, die ist eigentlich sehr niedrig schwingend, reagiert das Universum schon mal gar nicht. Im Gegenteil, was passiert? Es schickt uns noch mehr und noch mehr davon, weil die Energiesignatur, die wir ausstrahlen, die darf sich wieder bestätigen, die darf darauf antworten. Das heißt, wenn wir aus dem Mangel und aus der Gier heraus agieren und handeln, strahlen wir genau das nach außen, diese niedrige Schwingung, und dann geht auch alles im Außen wieder damit in Resonanz, dass uns genau das spiegelt, hey, du bist im Mangel, du bist in der Gier. Und das spielt gar keine Rolle, in welchen Realitäten du gerade im physischen Leben bist, weil rein theoretisch kannst du sogar physisch gesehen in diesen Plus-Realitäten sein, wo alles schön ist, scheinbar schön. Wenn aber die Innenwelt zu stark weg möchte von diesen Minus-Realitäten, von diesen negativen Situationen, was das Ego als negativ bewertet, dann öffnet man wieder die Option, dass man es ins Leben zieht. Warum? Das Leben möchte dir zeigen, dass auch das eine Option ist. Und wenn man eine Option ablehnt, dann möchte, also zu stark ablehnt, nicht jetzt so neutral, dass man sagt, nee, möchte ich nicht. So wie wenn dich der Kellner fragt, möchten Sie noch was trinken? Und du sagst nein, also so auf neutraler Ebene, sondern auf dieser emotionalen Ebene nur so, nein, unbedingt vermeiden, ganz stark weg, wo alle möglichen Emotionen und Gefühle in Gang kommen, dieser zu starken Ablehnung. Dann kommt das Leben irgendwann und möchte dir genau das spiegeln, dich in so einer Situation meistens bringen, damit du auch Frieden schließt mit dieser Realität. Und außerdem kann man die Plusrealitäten sowieso nicht wirklich genießen, wenn man nicht auch mit allem anderen Frieden geschlossen hat. Wenn man nicht jede Option, ja, als eine Option betrachtet hat, was theoretisch passieren könnte. Betrachte es wie in einem Computerspiel. Da gibt es verschiedene Level, da gibt es verschiedene Ausgangssituationen, in denen man startet. Da ist irgendwie alles ein Abenteuer. Da beschwert man sich nicht, dass man von ganz unten startet. Im Gegenteil, das ist sogar ein Abenteuer. So, man überlegt, wow, cool, wie werde ich jetzt das nächste Level erreichen? Was muss ich finden? Was muss ich für ein Thema lösen? Aber im echten Leben, also im physischen Leben, da regen wir uns plötzlich auf, da beschweren wir uns, nein, das kann nicht sein, ich muss unbedingt da weg. Das heißt, wir sind völlig raus aus der Spontanität, aus der Intuition, wir sind so richtig in der Kontrolle gefangen und genau deshalb kommen wir nicht weiter und genau aus dem Grund muss uns das Universum weiterhin mit solchen,
negativen Situationen beschenken, damit wir draufkommen, was eigentlich in uns gerade los ist. Und genau das habe ich damals dann auch verstanden, als ich so komplett unten war und quasi nichts mehr da war, war das größte Geschenk für mich überhaupt, zu erkennen, wow, jetzt habe ich wirklich diese Möglichkeit, diese Chance, mich wirklich wahrhaftig kennenzulernen, weil jetzt habe ich jede Rolle, also alles, was so in meinen Ängsten und Sorgen passieren könnte, ist eingetreten. Alles. Dann dachte ich mir, okay, jetzt ist alles eingetreten, fühlt sich im ersten Moment jetzt nicht so toll an, gar nicht toll, aber ja, das ist meine neue Ausgangssituation, aus der kann ich neu kreieren. Und dann habe ich nach und nach verstanden, was es bedeutet, wirklich die Innenwelt so umzuprogrammieren, dass man bei sich und in sich wahrhaftig ankommt und das Leben als ein Abenteuer betrachtet. Und dann plötzlich, das ist das Interessante, egal was im Außen gerade geschieht, du kannst pleite sein, du kannst gerade verlassen worden sein, deinen Job verloren haben, egal was im Außen geschieht, wenn du es schaffst, aus dem auszusteigen, quasi über dich hinaus, über dich selbst hinauszuwachsen, dann auf einmal baut sich innerlich diese Schwingung komplett um, du bist jetzt im Frieden mit allen Realitäten, die existieren. Du hast in diesem Moment jetzt diesen Frieden, diese Liebe geschlossen mit dem Leben und auf einmal strahlst du eine ganz andere Energiesignatur aus und das Leben im Außen kann darauf reagieren. Aber auf eins darfst du achten, wenn du das nur aus dem Grund machst, wenn du sagst, jetzt muss aber im Außen unbedingt was geschehen, dann machst du es nicht wahrhaftig, dann ist es heuchlerisch. Es geht darum, dass man es wahrhaftig macht. Das durfte ich damals auch lernen. Und auch ich habe diesen Fehler manchmal gemacht, dass man es heuchlerisch macht. So aus dem Grund, okay, ich mache das jetzt, damit sich mein Außenleben verändert. Es geht aber darum, die Hauptpriorität in deinem Leben darf immer deine Innenwelt haben. Und die Außenwelt ist nur ein Geschenk obendrauf. Es geht um deine Innenwelt, wenn du da die Schwingung oben hältst und die Realitäten ausbalancierst, aus Mangel und Gier und alle Optionen als eine Realität akzeptierst, die sein könnte, dann bist du so stark mit dir im Frieden, dass egal was im Außen passiert, erstens, du bist bei dir. Du bist dein eigenes Fundament. Du bist in das Leben verliebt, du bist lebendig. Schau dir mal Kinder an. Die haben gar nichts und sind in der inneren Fülle. Den kannst du gar nichts wegnehmen, ein, zweijährige Kinder, weil die haben keinen Besitz, die besitzen materiell gar nichts. Die sind aber innerlich in der Fülle. Und wenn du in diese wahre Akzeptanz gehst, dann bist du plötzlich automatisch auch in der Energie der Fülle, in der Energie der Dankbarkeit. Und dann kann im Außen alles kommen. Genau das ist die Schwingung, auf die das Universum reagiert, wo deine Wünsche dann plötzlich voller Leichtigkeit erfüllt werden. Ich habe auch eine kostenfreie Bewusstseinsbox für dich vorbereitet, mit verschiedenen Anleitungen, verschiedenen Ritualen, wo du lernst, diese Realitäten auszugleichen, wo du lernst, wahrhaftig bei dir in dir anzukommen, deine Schwingung wahrhaftig von innen heraus anzuheben, über dich hinauszuwachsen. Den Link findest du in der Beschreibung, wenn du da draufklickst, kannst du sie dir direkt kostenfrei herunterladen. Und ich betone es nochmal, weil es so wichtig ist, das Thema Wahrhaftigkeit. Spiel dir nichts vor, mach dir nichts vor, keine Pseudopositivität. Stelle dich diesen Themen, konfrontiere dich damit. In einem Computerspiel würdest du dich auch damit konfrontieren, abenteuerlich. Wenn du aber zu sehr in dir selbst gefangen bist, in deinem Ich, in deinem Ego, dann ist das nicht so leicht, deshalb befreie dich aus deinen Überzeugungen, aus deinen Identifizierungen, aus dieser Kontrolle, wie etwas zu sein hat und geh in das Urvertrauen, lass dich fallen und auf eine gewisse Art und Weise ist es auch ein positives Aufgeben. Man gibt auf, man gibt sich dem Leben hin und plötzlich verändert sich die Schwingung, man merkt es dann auch, man ist im Frieden mit sich. Und dann auf einmal verändert sich auch wirklich alles im Außen. Damit habe nicht nur ich, sondern auch tausende meiner Kunden ihr Leben radikal verändert. Und das wünsche ich mir auch für dich. Hey, das war's zu dieser Folge. Abonniere meine Kanäle, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.